Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Ich darf mich zunächst kurz vorstellen. Mein Name ist Martin Jung. Ich bin einer der Gesellschafter der Orthopädischen Chirurgie München. Bin Handchirurg, operiere schwerpunktmäßig Hände und Füße. Von Haus aus bin ich Orthopäde und ich freue mich sehr, dass ich heute Abend Ihnen einen Vortrag halten darf über die operative Therapiemöglichkeiten an der Rheumahand. Das ist einer meiner Schwerpunkte, die Rheumahand. Ich operiere natürlich die Hände nicht nur, sondern ich berate auch gerne Rheumapatienten zur konservativen Therapie und möchte aber heute Abend den Schwerpunkt auf der operativen Therapie legen. Ich habe keinen Interessenskonflikt zu diesem Thema und zu diesem Vortrag und ich möchte Ihnen kurz eine Übersicht geben, was ich Ihnen heute präsentieren möchte. Das ist zum einen die Einleitung, wo ich Ihnen über die Häufigkeit ganz kurz des Rheumabefalls der Hand geben möchte. Ich möchte ganz kurz mit einem Video, mit einem Tier auf die Ursache der Gelenkveränderung eingehen. Und ich möchte dann zunächst mal die ganzen rheumabedingten Veränderungen an der Hand Ihnen klar machen und vorstellen. Viele von Ihnen werden sich da wiederfinden mit Veränderungen der Hand. Das ist halt der Sinn und Zweck, dass ich letztlich hier eingehe auf Veränderungen, die eben häufig eintreten beim Rheuma. Das betrifft zum einen die Sehnen, aber auch die Gelenke. Und dann möchte ich im Einzelnen auf die Therapieoptionen einzelner Veränderungen eingehen. Das ist zunächst mal ein bisschen theoretisch dann an einer Folie vorgestellt. Und dann in Fallbeispielen letztlich Ihnen präsentieren, was da zu machen ist operativ. Kommen wir also zunächst zu der Häufigkeit der entzündlich-rheumatischen Erkrankungen. Das betrifft ungefähr 2% der deutschen Bevölkerung und da sind jetzt nicht nur die spezielle rheumatoide Arthritis damit gemeint, sondern eben alle rheumabedingten Veränderungen oder entzündlich-rheumatischen Veränderungen. Und wenn man das mal hochrechnet auf die Einwohnerzahl der BRD, dann sind es doch ganze 1,5 Millionen Patienten, die mit einer entzündlich-rheumatischen Erkrankung, von einer entzündlich-rheumatischen Veränderung betroffen sind. Die Hände sind ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, von welcher Erkrankung wir da sprechen, aber die Hände sind bis zu 80% betroffen, das ist also viel. Und von diesen 80% betroffenen Händen werden ca. 25% einmal mindestens operiert. Das heißt, das ist ganz schön viel. Das nimmt zum Glück ab, insofern als dass die Basistherapie immer besser greift. Das heißt, wir haben als Handchirurgen, da gibt es auch Untersuchungen dazu, wenn man da Statistiken sich anguckt, als Handchirurgen einen deutlichen Einbruch an Patienten erlitten, als MTX auf den Markt kam. Ich sage jetzt erlitten, das ist natürlich, prinzipiell ist das positiv zu werten, verstehen Sie mich da nicht falsch, aber wenn man die Statistik anguckt, dann sind eben mit dem MTX die Fallzahlen der operativ zu versorgenden Rheumapatienten deutlich abgeklungen, was ja positiv ist. Und nochmal einen deutlichen Abfall gab es auch letztlich mit der Einführung der Biologika. Das heißt, wir sehen auch als Handchirurgen, dass die Basistherapie doch greift und dass die degenerativ und auch die entzündlich bedingten Veränderungen im Bereich der Hand deutlich abnehmen. Was ja positiv ist für die Rheumapatienten wirklich. Wo beginnt denn das Rheuma? Wir sehen die rheumatische Erkrankung gar nicht so selten beginnend an der Hand. Das heißt mit einer Schwellung im Bereich der Grundgelenke, das kommt jetzt hier auf dem Dia vielleicht nicht ganz so schön raus, aber auch die Mittelgelenke können mal betroffen sein. Das heißt, diese Gelenke schwellen häufig symmetrisch an, das kann mal ein paar Wochen bestehen, dann klingt es wieder ab. Häufig in Kombination mit Allgemeinsymptomen, dass sie eben sich auch schlapp fühlen, dass sie insgesamt nicht ganz fit sind. Und ganz häufig und auch ein Kriterium für die Diagnostik der Rheumatoiden Arthritis ist letztlich die Steifigkeit, die Morgensteifigkeit, die häufig über eine Stunde geht und letztlich die Patienten deutlich beeinträchtigt auch. Ich habe mir erlaubt, hier einen Dia letztlich aus dem Faltblatt kurz und knapp zu nehmen, der Rheumatoiden Arthritis der Deutschen Rheumaliga. Warum? Weil das ganz schön erklärt, und für Sie auch nochmal nachzuschauen, ist dann letztlich, wie es denn zu diesen Gelenkveränderungen kommt, von denen ich im Folgenden ja auch viel sprechen werde. An einem gesunden Gelenk finden Sie letztlich zwei Gelenkpartner, das sind zwei Knochen in aller Regel, die aufeinander stehen und die haben einen Knorpel, grün hier dargestellt, die haben eine Knorpelschicht und diese Knorpelschicht garantiert, wenn da so ein bisschen Flüssigkeit dazwischen auch noch gebildet wird, dass ganz glatt diese Gelenke reiben können und schmerzfrei vor allem auch funktionieren können. Die Gelenkinnenhaut hat eine ganz wichtige Funktion, die produziert etwas Flüssigkeit. Und diese Flüssigkeit, stellen sich zwei Keramikflächen vor, die ganz glatt aufeinander passen. Wenn die ein bisschen Flüssigkeit dazwischen haben, dann gleitet das ganz glatt. Wenn die Flüssigkeit zu viel wird, ist nicht gut, wenn sie zu wenig wird, auch nicht.
Aber beim Rheuma und bei den entzündlichen Erkrankungen letztlich der Gelenke findet einfach eine Entzündung dieser Gelenkinnenhaut statt. Das heißt, die wird viel dicker, die wird auch aggressiv letztlich. Und diese Entzündung der Gelenkinnenhaut führt zu einem Knochenschaden, also auch zu einem Knorpelschaden. Das heißt, diese entzündliche Gelenkinnenhaut frisst letztlich sich den Knochen weg und frisst den Knorpel weg. Und das macht natürlich zusätzlich zur Entzündung auch Schmerzen und schädigt das Gelenk dauerhaft. Und letztlich greift die Basistherapie ja hier an. Das heißt, diese Entzündung im Gelenk soll zurückgedrängt werden. Und wenn das gut gelingt, dann sind auch die Gelenkschäden geringer. Und damit haben wir weniger zu tun, was schön ist. Sowohl als dass wir mehr Freizeit haben oder hätten, als auch, dass die Patienten natürlich letztlich profitieren, wenn sie nicht operiert werden müssen. Das ist also ganz kurz zur Erklärung, warum solche Gelenke kaputt gehen und warum eben das Rheuma als Autoimmunerkrankung die Gelenke schädigt letztlich. Jetzt kommen wir mal zu einem äußeren Bild. Was können wir für Hände sehen? Und was sehe ich tagtäglich für Hände? Ganz selten zum Glück nur noch sind die ganz ausgeprägten Veränderungen durch das Rheuma, wo letztlich die Gelenke massiv destruiert sind, massiv kaputt sind und auch ganz schlecht nur noch funktionsfähig sind. Haben wir früher, also auch zu meinem Beginn, wo ich Handchirurgie begonnen habe, habe ich noch relativ häufig diese Fälle gesehen. Damals natürlich auch in der Uniklinik, da war die Uniklinik das Sammelbecken letztlich ja für die ausgeprägten Veränderungen, aber das sieht man auch heute in der Uni zum Glück nur noch selten. Gar nicht selten sehen wir solche Hände wie hier in der Mitte gezeigt, das heißt Hände, wo die Finger nach kleinfingerseitig abweichen, das nennen wir Ulna-Deviation. Das kommt dadurch zustande, dass die Fingergelenke letztlich entzündlich verändern sich und locker werden. Der Bandapparat lockert aus, die letztlich ja, Sehnen dezentrieren, die sind nicht mehr streckseitig über dem Gelenk zentriert, sondern sie rutschen nach kleinfingerseitig ab und ziehen dann die Finger letztlich in die Fehlstellung. Das ist anfangs gar nicht so stark behindernd, irgendwann wird es aber eben doch auch eine starke Behinderung, weil man letztlich mit diesen Fingern nicht mehr gut greifen kann. Da sind also die Gelenke betroffen, die Achsabweichen der Finger. Und dann sehen wir aber eben auch häufig mal Sehnenscheiden betroffen, hier in dem unteren Bild zum Beispiel, oder auch hier etwas dezenter zu sehen, nur am Ellenkopf hier letztlich die Handgelenkstrecksehne, die geschwollen ist, aber auch wieder die Grundgelenke, die doch deutlich angeschwollen sind und die Schmerzen die Patientin und in diesem Fall auch noch alles in einer Hand, auch noch das Handgelenk letztlich geschwollen, weil das eben auch eine Entzündung aufweist und letztlich auch hier im Bereich der Handwurzel, wenn man ein Röntgenbild macht, schon degenerative Veränderungen zu sehen sind. Kann aber auch mal einen einzelnen Finger nur betreffen. Hier im Fall des Kleinfingers, der ist massiv geschwollen, der ist schmerzhaft, der kann schlecht bewegen. Sehen wir nachher auch nochmal dieses Bild. Und auch diesen Finger werden wir im Vortrag nochmal finden, bei der Therapie letztlich. Ein Mittelgelenk, das massiv degenerativ verändert ist durch das Rheuma und das den Patienten Beschwerden macht. Wenn wir also jetzt mal die Veränderungen durch die chronische Entzündung auflisten wollen, dann beginne ich zunächst mit den Sehnenscheiden und zeige Ihnen da die Bilder, die wir gerade schon gesehen haben. Das ist die Sehnenscheide im Bereich des Elle-seitigen Handgelenkes bei einer Dame oder auch hier der Kleinfinger, der massiv geschwollen ist. Wenn man diesen Finger ins Kernspinn steckt, also in eine Schichtbilddiagnostik steckt, dann könnte das so aussehen wie hier, wobei ich fairerweise sagen muss, dass das nicht der Kleinfinger ist, sondern das ist ein Zeigefinger mit einer ganz ähnlichen Veränderung. Schwarz hier, die kleinen Punkte, sind die Beugesehnen und die sind umgeben von einer massiven Entzündung. Sie können sich vorstellen, dass so eine Beugesehne, die langstreckig mit so einer Entzündung umgeben ist, dass die nicht gut funktioniert, dass die wehtut, dass die aber auch den Finger nicht gut beugt, weil der Finger einfach zu geschwollen ist. Dieser Finger kann nicht beugen. Sie sehen, dass die anderen Finger sind gebeugt maximal. Der kleine Finger kann nicht beugen, weil der so geschwollen ist und weil der so wehtut. Das sind also die Sehnenscheiden. Es können aber eben auch knöcherne Veränderungen auftreten, beziehungsweise im Gelenk Veränderungen auftreten. Ich zeige Ihnen hier eine Sehne von einem Handgelenk. Das ist alles der gleiche Patient. In wenigen Jahren ist dieser Ablauf letztlich von diesen Röntgenbildern. Und das zeige ich deshalb, weil ich Ihnen auch nochmal unterstreichen oder weil ich nochmal unterstreichen möchte, dass es zum Teil sehr sinnvoll ist, frühzeitig am Handgelenk eben neben der Basistherapie doch operativ ranzugehen. Denn dieses Handgelenk kann auch sehr gut operativ behandelt werden. Der Patient wird mit einer guten Restfunktion der Hand über lange Jahre zurechtkommen, wenn man das in diesem Stadium operiert. Hier ist es schon deutlich zerstörter, das Handgelenk. Das sind nur 3 Jahre dazwischen hier, zwischen diesen Bildern. Und das heißt, wir haben hier letztlich das eine Gelenkreihe weiter körperfern nochmal mit betroffen. Die ist hier noch intakt gewesen. Das ist kräftig eingeschliffen, das Gelenk macht immer mehr Beschwerden, ist instabil geworden und
Wenn man sich das dann anguckt, ist das Handgelenk völlig davon galoppiert, nochmal ein paar Jahre später. Und sowas hier kann letztlich nur noch mühsam durch eine komplette Versteifung des Handgelenkes behandelt werden, wohingegen ich in dem früheren Stadium, im besten Fall hier noch gerade so, eben durch Teilversteifungen im Zweifel das Handgelenk behandeln kann und damit Restfunktion erhalte. Das heißt, das Handgelenk, um da nochmal darauf zurückzukommen, ist hier entzündlich verändert. Das hat eine Gelenkinnenhautentzündung. Diese Gelenkinnenhautentzündung macht den Knorpel kaputt, macht aber auch dann Bänder kaputt im Verlauf. Und bevor dieses Handgelenk so richtig instabil wird, sollte man eigentlich handeln. Im Idealfall greift natürlich die Basistherapie so gut, dass das Handgelenk in dieser Phase erhalten bleibt. Und bei diesen Patienten war das leider nicht so. Zu dem Handgelenk gehört auch der Ellekopf. Der Ellekopf, das ist letztlich, ja, ich zeige dir mal an meiner Hand, das ist dieser Knochenvorsprung. Der kann beim Rheuma-Patienten durch Instabilität der Elle zur Speiche letztlich höher treten. Es ist eigentlich umgekehrt, es tritt nicht der Ellekopf höher, sondern eigentlich fällt die Handwurzel so ein bisschen nach unten. Und dadurch wird der Ellekopf, ich zeige es nochmal bei mir, etwas prominenter, wird einfach, ja, steht hervor. Und an diesem Ellekopf, der schmerzhaft sein kann, auch bei der Umwendung schmerzhaft sein kann, können Sie auch Strecksehnen aufreiben und dann zu einem Riss dieser Strecksehnen führen. Das zeige ich Ihnen nachher auch noch. Und auch das ist eben ein Krankheitsbild, dieses sogenannte Caput-Ulne-Syndrom. Das heißt, Caput-Ulne heißt, der Ellekopf steht hoch. Das wollen wir letztlich behandeln, auch als Handchirurgen, weil wir ansonsten immer fürchten, dass die Strecksehnen da auf Dauer leiden und kaputt gehen können. Den instabilen Ellekopf werden wir nachher auch nochmal hören. Denn ich habe es gerade schon erwähnt, dieser instabile Ellekopf kann eben zum Strecksehnenriss hier des vierten und fünften Fingers führen. Es kann aber auch noch der dritte Finger zusätzlich reißen. Und es ist klar, dieser Patient versucht gerade, die Finger zu strecken. Das geht aber nicht, weil die Strecksehnen auf Höhe des Ellekopfes gerissen sind. Und das kann man eben auch vermeiden, wenn man das rechtzeitig erkennt, dass diese Sehnenscheiden, dass die Sehnen an dem Ellekopf sich aufreiben, die Sehnenscheiden entzündlich verändert sind. Und wenn man da rechtzeitig aktiv wird im Sinne einer Operation, dann vermeidet man letztlich diese Komplikationen. Von dem Handgelenk, dem instabilen Ellekopf, Verzeihung, das habe ich falsch gedrückt, von dem Handgelenk, dem instabilen Ellekopf, möchte ich zu den Fingergelenken kommen. Auch an den Fingergelenken kann es zu einer Gelenkdestruktion kommen. Auch dort können die Achsabweichungen auftreten und noch eigene Krankheitsbilder letztlich sich entwickeln, wie das Schwanenhals, wie der Schwanenhals oder auch die Knopflochdeformität. Das zeige ich Ihnen gerade, das ist zum einen an den Fingergelenken hier die Destruktion gut zu sehen, das heißt die Fingergrundgelenke, da ist kein Gelenkknorpel mehr da, das heißt da reibt Knochen auf Knochen. Wenn Sie mal das Grundgelenk vom Daumen dagegen vergleichen, da ist noch, ja, letztlich ein Gelenkspalt zu sehen. An den Grundgelenken 2 und 3, auch am vierten Finger, wenn der mit drauf wäre, ist letztlich der Knorpel weggerieben und weggefressen von der rheumatoiden Arthritis. Das macht natürlich Beschwerden. Der Patient hat insofern noch Glück im Unglück, als dass die Fingergelenke nicht herausgesprungen sind, zeige ich Ihnen nachher auch noch. Das ist dann die nächste Stufe, dass Gelenke auch hier instabil werden können und dann letztlich aus der eigentlichen Gelenkfassung herausspringen und es damit eben nochmal deutlich, ja, mühsam ist, das wieder zu rekonstruieren. Das Fingermittelgelenk kann ebenso betroffen sein, wie Sie hier sehen bei einer rheumatoiden Arthritis. Das heißt, da ist letztlich auch kein Knorpel mehr sichtbar. Da ist letztlich der Knochen reibt auf Knochen, das macht massiv Beschwerden. Und so ein Patient kann man letztlich, da kann man nachempfinden, dass der die Hand schlecht einsetzen kann und diesen Finger schlecht einsetzen kann. Das ist der Zeigefinger von der rechten Hand. Das macht Schmerzen, den einzusetzen. Das kann man aber glücklicherweise ja behandeln auch. Wenn man jetzt von den Fingergelenken spricht, dann hatte ich vorher schon erwähnt, dass wir immer wieder Patienten sehen mit der Achsabweichung der Langfinger nach Kleinfingerwärts, dieser sogenannten Ulnar-Deviation. Diese Ulnar-Deviation kann entweder mit noch intakten Gelenken auftreten, das heißt, dass die Gelenke relativ unauffällig aussehen vom Knorpel und dass die Gelenke auch nicht herausgesprungen sind. Das hatte ich gerade schon erwähnt, dass die Gelenke eben auch aus ihrem eigentlichen Verbund springen können und dann sieht das so aus wie im rechten Bild. Es kommt leider alles etwas schlecht raus hier auf der Projektion, aber hier sehen die Gelenke, sind luxiert letztlich. Das heißt, die Grundglieder von den Fingern sind vom Mittelhandkopf hier sind abgewichen, das heißt, die sind nur weggerutscht. Und das führt nochmal zu einer deutlicheren letztlich Funktionseinschränkung, wie es diese alleinige Ulnar-Deviation macht. Auch das werden wir nochmal sehen, wie man das behandeln kann dann im Folgenden.
Dann hatte ich gesagt, die Fingergelenke können auch noch eine besondere Form der Deformität aufweisen. Das ist der sogenannte Schwanenhals. Das sieht aus wie ein Schwan, der eben hier oben den Kopf hat, dann den Hals. Diese Schwanenhalsdeformität hängt auch mit der zum Teil Instabilität der Gelenke zusammen. Das heißt, hier wird die Beugeseite von dem Mittelgelenk wird letztlich durch die Entzündung zu instabil und das Gelenk überstreckt in diesem Fall, weil eben die beugeseitige Gelenkkapsel zu locker wird. Gleichzeitig werden die Strecksehnen dann irgendwann zu kurz und überstrecken dieses Gelenk dauerhaft. Und wenn diese Schwanenhalsdeformität lange besteht, können die Patienten auch nur noch schlecht überhaupt den Finger beugen. Und spätestens dann ist natürlich ja, die Funktion deutlich eingeschränkt. Der Gegenspieler zu dieser Schwanenhalsdeformität ist die Knopflochdeformität, die gerade das Gegenteil macht. Sie beugt vermehrt im Mittelgelenk, wobei hier die Greiffunktion häufig deutlich besser noch erhalten ist, weil der Faustschluss meist immer möglich ist, selbst wenn es ausgeprägt vorhanden ist, diese Knopflochdeformität, hier in einem weniger ausgeprägten Stadium. Zuletzt noch, weil es eben doch auch viele Rheumapatienten beschäftigt, die Rheumaknoten. Das ist keine Gelenkerkrankung jetzt oder keine Gelenkveränderung, auch keine Sehnenveränderung, sondern eigentlich ja, eine Veränderung, die häufig in der Haut auftritt, aber häufig im Gelenk assoziiert und an den Sehnen auch entlangläuft. Hier eine Patientin mit ganz vielen Rheumaknoten, die können sehr schmerzhaft sein. Dann stören sie natürlich, wenn so ein Patient greifen möchte mit diesen vielen Rheumaknoten, die wehtun, dann kann man auch nachvollziehen, dass das nicht gut funktioniert. Und dann kann man auch diese Rheumaknoten mal isoliert entfernen. Oder auch hier an der Streckseite von einem Gelenk. Das ist einfach schmerzhaft, wenn man ständig dran hängen bleibt, also an so einem Knoten, der da ist. Jetzt habe ich Ihnen eine ganze Reihe an Veränderungen erzählt, die auftreten können an der Hand. Jetzt möchte ich kurz einen Zwischenstopp machen und mit einer Folie auf die konservative Therapie eingehen, die natürlich immer im Vordergrund steht, wenn möglich. Das heißt, wenn wir über die Therapie der Hand- und Fingerveränderungen sprechen, dann gehört die konservative Therapie da ganz wichtig mit dazu und steht immer an erster Stelle in aller Regel. Und ich habe hier ein Bild von einer ergotherapeutischen Praxis, die von der Frau Refrichter geleitet wird, mitgebracht. Das ist ein Rapsbad. Das werden viele von den Rheumapatienten kennen. Das ist sehr angenehm, wenn man eben eingeschränkte Beweglichkeit hat, der Finger oder auch Schwellungen hat und Entzündungen hat, wenn man eben mit verschiedenen Materialien, so zum Beispiel mit diesem Rapsbad, die Fingerbewegungen durchführt und Übungen macht. Das ist letztlich entzündungshemmend und ist angenehm eben für den Patienten und kann eben da auch schmerzlindernd wirken. Da gibt es ganz, ganz viele Dinge, die die Ergotherapeuten, aber auch die Physiotherapeuten anbieten können, um letztlich chronische Entzündungen und auch chronische Schmerzen zu behandeln. Und das gar nicht wegzudenken, eigentlich in der Handtherapie auch, in der Handchirurgie, dass man eben konservative, starke Partner hat, wie zum Beispiel eine Frau Refrichter, die eben sowohl vor einer Operation lange Zeit Patienten behandelt, aber eben nachfolgenden eben auch. Und dann gibt es eben die operative Therapie, da kommen wir später nochmal ausführlicher dazu. Aber zunächst zur konservativen Therapie, gar nicht mehr wegzudenken in der Therapie letztlich der Rheumatoid Arthritis sind die Basismedikamente, die Basismedikation. Und da ist das MTX ein Schlagwort, die Biologika sind ein Schlagwort. Das ist nun nicht das Metier des orthopädischen Rheumatologen, der ich bin, sondern das machen ja die internistischen Rheumatologen mit einer hohen Expertise und stellen sie letztlich auf die richtige Basistherapie ein. Und ich kann immer nur eigentlich, wenn ich Patienten sehe in meiner Praxis, die zu mir kommen mit einer Rheumaerkrankung und eben keine Basistherapie einnehmen, warum auch immer, versuche immer nur zu ermuntern, eigentlich letztlich da wieder zurückzukehren, dass man eben Basistherapie betreibt, denn dies soll schützen, dass einfach das, was ich hier im ganzen Vortrag eigentlich erzeige, an Gelenkveränderungen, dass das nicht eintritt. Und da ist eben die These, je früher und je effektiver behandelt wird, desto besser. Man kann, wenn die Basistherapie eigentlich so über das Jahr ganz gut funktioniert, aber dann in einzelnen Phasen eben die Entzündung doch hochkocht, dann gibt es auch sogenannte Feuerlöscher, sage ich immer. Die Feuerlöscher, das sind die nicht-steroidalen Antiphlogistika oder das Cortison, das man da eben auch mal geben kann, was aber eben nicht dauerhaft eingenommen werden sollte und was eben nicht dauerhaft als Basistherapie funktioniert, sondern das sind eben kurzfristig einzusetzende Medikamente, wenn es mit der Basistherapie aus irgendeinem Grund mal kurzfristig nicht funktioniert. Und dann natürlich auch beim Rheumatiker ganz potent immer wieder einzusetzen, wenn einzelne Gelenke übrig bleiben, die Beschwerden machen. Das heißt, wenn eigentlich der Körper gut behandelt ist mit dem Basistherapeutikum, aber einzelne Gelenke wirklich Schmerzen machen und auch entzündlich verändert sind,
dann kann man dort sehr effektiv mal mit einer Cortisonspritze lokal helfen. Das hilft auch, das hilft deshalb so gut, weil die Entzündung im Gelenk einfach damit unterdrückt wird. Eine andere Möglichkeit wäre die sogenannte Radiosynoviotese, das ist eine, also RSO vielleicht besser bekannt sogar, das ist ein radioaktiv markiertes Medikament, hört sich zunächst schlimm an, das in das Gelenk gespritzt wird. Was macht dieses Medikament? Das zerstört auch die Gelenkinnenhaut, das heißt, es macht diese entzündlich veränderte Gelenkinnenhaut kaputt und das ist sehr hilfreich, weil wir haben vorher gehört, die Gelenkinnenhaut führt zu den Gelenkschäden letztlich, diese entzündete Gelenkinnenhaut. Diese RSO setzen wir auch ganz gerne ein nach der operativen Entfernung von der Gelenkinnenhaut. Das sage ich Ihnen nachher nochmal auf einem weiteren Dia. Und dann kommt eben hier eine Blockhandtherapie. Das ist natürlich viel zu wenig, diese eine Folie für diese beiden sehr wichtigen Punkte. Aber nur nicht mein Metier, sondern das ist das Metier von den internistischen Rheumatologen und hier eben von den Handtherapeuten tatsächlich, da ausführlicher mal darüber zu berichten. Aber ich kann immer nur unterstützen, sowohl die Handtherapie als auch die internistische Behandlung ist natürlich die Basis eigentlich von allem, was da den Rheumapatienten mit beschäftigt. Was können die Handtherapeuten denn machen? Die können schmerzlindernd wirken, sei es durch das vorher gezeigte Rapsbad. Es gibt zig andere Möglichkeiten, wo man letztlich schmerzlindernd arbeiten kann in der Handtherapie. Es kann die Beweglichkeit verbessert werden, es soll die Kraft aufrechterhalten werden. Es soll aber auch eine Stabilisierung zum Beispiel der Gelenke erfolgen. Man kann erfolgen durch eine Schienenversorgung, da zeige ich gleich noch ein Bild. Und auch ganz wichtig, der Block hier unten noch, Gelenkschutzberatung und Hilfsmittelberatung. Das heißt, die Ergotherapeuten und Physiotherapeuten können Sie sehr gut beraten in Richtung Hilfsmittel, aber auch in Richtung, wie kann ich denn mein kaputtes Gelenk schützen, dass es noch schneller kaputt geht wie ohnehin. Ne? Das heißt, es ist wichtig eben zu wissen, was kann ich machen, was kann ich nicht machen, was soll ich nicht machen. Vielleicht ein Wort noch zur Handtherapie. Die Handtherapie hat sich in den letzten Jahren hier in Deutschland zum Glück sehr rasant entwickelt und letztlich auch etabliert. Die Handtherapie ist eine Zusatzausbildung, die Ergotherapeuten oder Physiotherapeuten durchführen können nach einem festen Curriculum. Und die Therapeuten lernen dabei eben die ganzen spezifischen Dinge der Handchirurgie, aber auch der Handtherapie kennen. Und ich als Handchirurg schicke natürlich sehr gerne zu Handtherapeuten. Warum? Weil ich weiß, die haben einfach ein spezielles Faible auch für die Hand entwickelt, so wie ich ja auch. Und das heißt, wenn ich handchirurgisch operiere, weiß ich, dass 50% des Erfolges am Ende an der Nachsorge liegt. Und wenn ich da einen starken Partner habe, der sich mit den Händen gut auskennt, dann ist es wunderbar, weil man einfach damit den Erfolg der Operation viel besser sichern kann, wie wenn man nur operiert und die Patienten nie mehr sieht und nicht weiß, wo die zur Physiotherapie hingehen. Deshalb also ganz, ich möchte da eine Lanze brechen für die Handtherapie, die sehr wichtig ist in der Behandlung von Rheumahänden, aber auch insgesamt von handchirurgischen Patienten. So, ich hatte angedeutet, ich zeige noch Schienen, auch das wieder ein Bild von der Frau Reff-Richter aus der ergotherapeutischen Praxis. Sie sehen, man kann so gut wie an jedes Gelenk da Schienen montieren, das ist natürlich übertrieben, so wird kein Patient jetzt rumlaufen, aber einzelne Gelenke kann man eben sehr schön stabilisieren, die Endgelenke oder die Daumensattelgelenke. Das sind individuell angefertigte Schienen, das braucht natürlich eine Zeit, das anzufertigen und die können dann aber eben wirklich sehr passgenau und auch patientenbedarfsorientiert angepasst werden. Es gibt auch relativ viele Schienen, die von der Stange weg funktionieren, aber häufig sind gerade bei veränderten Gelenken, wenn die ihre Form verändert haben, eine an den Patienten angepasste Schiene noch mehr wert. Hier zum Beispiel eine Achsabweichung von dem Mittelfinger, der beim Greifen einfach stört und wehtut. Und das kann man eben zügeln durch eine Schiene, die letztlich den Mittelfinger in die Achse wieder zieht und die Patienten können damit besser greifen als ohne. Ich hatte gesagt, es gibt auch von der Stange weg Schienen, wie dieser Oval 8 Ring hier. Das ist einfach eine ganz, ganz einfache Schienenanordnung, die letztlich die Überstreckung im Mittelgelenk bei dem Schwanenhals oder bei der Schwanenhalsdeformität verhindern soll. Der Patient kann weiterhin greifen, aber diese Überstreckung, in die der Finger umschlägt, die wird verhindert. Und das kann das Greifen einfach massiv verbessern bei den Patienten. So, jetzt kommen wir zu meinem eigentlichen Thema, zu der operativen Therapie. Und zwar
dauert so eine Operation auch immer ganz lang. Ich mache da einen kleinen Ausflug in den OP in Heidelberg und wir haben da sehr nette OP-Schwestern. Die sind zum Teil da ein bisschen gelangweilt, wenn wir da 3 Stunden lang oder 2 Stunden lang an einer Hand operieren. Und die zeichnen da ganz gerne. Hier hat eine OP-Schwester wunderbar die Pippi Langstrumpf mit ihrer Villa Kunterbunt gezeichnet, weil wir natürlich fotografieren müssen, weil das ein kleiner Nebeneffekt einer langen, schönen Handoperation war. Aber kommen wir zu den operativen Maßnahmen am Handgelenk. Das möchte ich zunächst an einzelnen Folien durchgehen. Ich zeige Ihnen da gleich noch einzelne Beispiele dazu dann. Es ist zunächst die Entfernung der Gelenkinnenhaut. Wir haben gehört, die Gelenkinnenhaut ist das, was eigentlich die rheumatoide Arthritis ausmacht bezüglich der Gelenke. Das heißt, diese entzündete Gelenkinnenhaut schädigt den Knorpel und den Knochen. Schädigt aber auch den Bandapparat und auch die Gelenkkapseln. Und wenn die Basistherapie eben nicht ausreichend greift an einem Gelenk, und das ist immer so ein bisschen die Voraussetzung, dass es nur ein Gelenk vielleicht oder wenige Gelenke sind, die da betroffen sind. Das heißt, wenn alle Gelenke ruhig sind und gut sind, aber ein Gelenk bleibt übrig und das macht noch Beschwerden, weil eben dort irgendwie die Basistherapie nicht greift, dann mag eine Operation dort sinnvoll sein, indem man vorauseilend die Gelenkinnenhaut entfernt, die da entzündlich verändert ist. Das heißt, das Gelenk ist eigentlich noch intakt, der Knorpel ist noch intakt, der Knochen ist im besten Fall noch intakt, die Bänder sind intakt, aber die Gelenkinnenhaut kommt nicht zur Ruhe und dann mag es Sinn machen, das Gelenk zu operieren mit einer jetzt immer häufiger Gelenkspiegelung, das heißt mit einem minimalinvasiven Verfahren. Da können wir inzwischen nicht mehr nur ins Handgelenk reingucken, ins Ellbogengelenk, sondern auch in die Fingergrundgelenke zum Beispiel. Das heißt, die Gelenke werden immer kleiner, die wir da spiegeln können. Und damit kann man relativ elegant, ohne großen Aufwand für den Patienten, die Gelenkinnenhaut entfernen und damit eben prophylaktisch letztlich etwas tun, dass das Gelenk nicht kaputt geht in den nächsten Jahren. Ich hatte gerade vorher gesagt, ganz gerne verwenden wir 6 Wochen nach so einer operativen Gelenkinnenhautentfernung, legen wir da noch nach mit der Radiosynoviothese. Das machen nicht wir als Orthopäden, sondern das machen die Strahlentherapeuten oder die Radiologen. Und lassen diese RSO durchführen, weil dann eben die kleinsten Reste an Gelenkinnenhaut, die noch verblieben sind nach der Operation, noch entfernt werden können oder noch letztlich unschädlich gemacht werden können. Man muss fairerweise auch sagen, diese Operation hält leider nicht immer auf Dauer. Das heißt, wenn man Glück hat, hält es sehr lange oder ist auch mit einmal getan, aber leider ist es eben so, dass so ein Gelenk dann doch durchaus wieder sich entzünden kann. Und man will natürlich jetzt nicht alle 3 Monate so ein Gelenk operativ angehen, das geht nicht. Aber wenn es eben Gelenk ist, das beständig Beschwerden macht, dann macht es Sinn, das einmal operativ anzugehen. Dann kommen wir zu Teilversteifungen. Also das ist die einfachste Operation eigentlich, dass man Gelenkinnenhaut entfernt. Wenn jetzt Sehnenscheidenentzündungen da sind, das kommt mir jetzt gerade so, die habe ich gar nicht erwähnt jetzt mehr im weiteren Vortrag, wenn Sehnenscheidenentzündungen isoliert vorliegen, kann man die natürlich auch operativ angehen, wenn sie auf die Basistherapie nicht ansprechen. Das heißt, einfach die Entzündung um die Sehne herum entfernen, um eben die Sehne wieder gängig zu machen und auch um einen Sehnenriss, der durch eine lang bestehende Sehnenscheidenentzündung auftreten kann, zu verhindern. Wenn wir beim Knochen bleiben, beim Handgelenk mal bleiben, da kann man als sogenannten Rettungseingriff schon, das heißt, man möchte das Handgelenk vor weiterem Verschleiß und auch vor weiterem Abweichen letztlich schützen, kann man eine sogenannte Teilversteifung durchführen, das Zeichen gleich, was damit gemeint ist. Und man kann das und wird das sehr häufig kombinieren mit Sehnenrekonstruktionen, wenn denn diese Sehnen gerissen sind. Oder wenn Entzündungen im Bereich der Sehnen sind, wird man diese natürlich mitbehandeln. Wenn die Sehnen dick geschwollen sind, wird man das mitbehandeln wollen. Man kann also immer natürlich Kombinationen auch der einzelnen Operationsschritte machen und das sinnvollerweise kombinieren dann. Wenn die Handgelenksschädigung schon sehr stark ist, dann wird man darüber nachdenken müssen. Denken Sie an die Bilder, die ich ganz zu Anfang gezeigt habe, mit diesem ganz stark veränderten Handgelenk, das nach kleinfingerseitig abweicht. Dann kann man darüber nachdenken, ob man ein Handgelenk ersetzt mit einer Prothese oder ob man das versteifen muss. Sie sehen gleich Beispiele dazu jeweils, dann wird es etwas plastischer oder besser nachzuvollziehen. Das Gleiche letztlich zeigt sich an den Fingergrundgelenken. Auch da kann man eine Gelenkspiegelung machen, wenn eben isoliert eine Entzündung vorliegt, die Gelenkinnenhaut entfernen. Wenn die Finger deutlich abweichen durch die rheumatoide Arthritis, also die Gelenke instabil geworden sind, dann würde man keine Gelenkspiegelung mehr empfehlen, sondern ein offenes Entfernen der Gelenkinnenhaut und die Weichteile letztlich mitbehandeln, dass die Finger am Ende wieder gerade stehen, das heißt die Strecksehnen zum Beispiel zentrieren. Und wenn die Fingergelenke massiv verändert sind, schmerzhaft sind und der Knorpel und Knochen schon geschädigt sind, dann würde man
auch dieses Gelenk ersetzen können durch einen sogenannten Silikonplatzhalter, das sehen wir auch gleich noch. Fingermittelgelenke genau das gleiche. Da kommen wir jetzt bisher mit der Spiegelung noch nicht hin. Das heißt, wenn man da mal tatsächlich eine Gelenkinnenhaut entfernen will, geht das in aller Regel nur offen, weil eben die Gelenke doch zu klein sind, um damit eine Optik reinzukommen. Erste Ansätze gibt es da, aber das hat sich noch nicht durchgesetzt. Und wenn die Gelenke eben deutlich verändert sind, kaputt sind und wehtun, dann kann man auch da einen Silikonplatzhalter als Gelenkersatz oder eine Metallprothese einsetzen oder auch eine Versteifung machen eines solchen Mittelgelenkes, weil damit die Stabilität besser ist, zum Beispiel am Zeigefinger, wenn man einen kräftigen Spitzgriff braucht. Und an den Fingerendgelenken bleibt letztlich die Versteifung, da gibt es ebenso noch keine Spiegelungsmöglichkeit. Aber wenn die eben degenerativ verändert sind und Schmerzen machen, dann kann man das gut versteifen, ohne große Funktionseinschränkungen. Damit das Ganze etwas besser nachzuvollziehen ist, komme ich mit Fallbeispielen. Und ich zeige Ihnen hier mal so ein Bild von einem Handgelenk, das letztlich eine kräftige Gelenkinnenhautentzündung hat. Eine normale Gelenkinnenhaut ist ganz glatt eigentlich. Die ist nicht so, hat keine so Zotten, wie Sie hier sehen. Das ist alles entzündlich verändert. Oben der Knorpel, der normale vom Handgelenk, unten schon ein bisschen was weggefräst. Das heißt, man kann mit dieser Gelenkspiegelung einerseits reingucken ins Gelenk. Das ist eine Optik 2,9 mm groß, also relativ klein. Und auch dieses große Instrument, was hier so riesig aussieht, hat einen Durchmesser von 2,9 mm. Das heißt, eine kleine Fräse, riesig vergrößert das Ganze natürlich. Wir sehen das letztlich am Monitor so wie Sie jetzt hier, dieses Bild, nur als Live-Bild eben, und können dann unter Sicht diese ganzen Gelenkzotten mit dieser kleinen Fräse wegfräsen. Das ist relativ zeitaufwendig, wenn man so ein Handgelenk, das wirklich massiv verändert ist, arthroskopiert, also eine Gelenkspiegelung macht und dann diese ganze Gelenkinnenhaut entfernt an allen Ecken und Enden, wo eben die Entzündung ist, dann kann das schon mal eine Stunde, eine Viertelstunde in Anspruch nehmen, dass man lange, lange beschäftigt ist mit dem Handgelenk, bis alles letztlich da entfernt ist. Auch hier, da ist noch ein bisschen mehr eine Rötung zu sehen, das heißt, diese Gelenkinnenhaut ist auch noch kräftig durchblutet als Zeichen der Entzündung. Und auch da wird man es einfach entfernen, diese Gelenkinnenhaut, und hat damit dem Patienten Gutes getan, weil letztlich diese Entzündung aus dem Gelenk rausgenommen ist. Das war jetzt beides mal nur Handgelenk. Kommen wir weiter, wir haben gesagt, eine Teilversteifung des Handgelenkes könnte man auch durchführen. Wann ist das notwendig? Wenn eben nicht mehr nur das Handgelenk entzündlich verändert ist, sondern wenn Knöchern schon bestimmte Veränderungen eingetreten sind. Sie sehen hier zum Beispiel, dass das Mondbein, dass dieser Knochen, dass der nicht mehr an seinem eigentlichen Platz sitzt, der sollte eigentlich hier über der Speiche sitzen noch. Der ist aber inzwischen am Ellekopf eigentlich angekommen, das heißt, der ist viel zu weit nach Elle-seitig abgerutscht. Wenn ich das jetzt laufen lasse über längere Zeit, dann sehen Sie ein Bild mit hoher Wahrscheinlichkeit, wie ich Ihnen das Ganze zu Beginn gezeigt habe, dass nämlich das Handgelenk immer mehr kaputt geht und irgendwann eine so Teilversteifung, wie wir hier jetzt durchgeführt haben, nicht mehr machbar ist. Das heißt, die Restbeweglichkeit, die man durch die Teilversteifung erreichen kann, ist dann nicht mehr möglich. Dann müsste man komplett versteifen, das Handgelenk. Das ist ja schade. Das heißt, wenn man zu diesem Zeitpunkt einschreitet, immer vorausgesetzt, der Patient hat auch Beschwerden natürlich und der Patient hat da Probleme mit dem Handgelenk, dann ist die Möglichkeit, das Mondbein wieder an seine Stelle zu schieben und damit drei kleine Schrauben zu verschrauben. Und man hat somit das weitere Abweichen von dieser Handwurzel nach Elle-seitig vermieden. Das heißt, dieser Knochen blockiert jetzt das Handgelenk in der Position, nimmt natürlich auch Bewegung ein Stück weit, weil auch in dieser Gelenklinie Bewegung stattfindet, die jetzt nicht mehr funktioniert. Aber ich habe die zweite Gelenklinie noch, die weiterhin bewegen kann. Und das funktioniert gerade beim Rheumapatienten sehr gut, dass letztlich mit so einer Teilversteifung die Restfunktion erhalten bleibt und auch über viele Jahre erhalten bleibt. Das heißt, das ist nun kein Schritt, den man auf 2 Jahre plant, sondern das ist ein Schritt, den man eigentlich für die nächsten 10 Jahre, 15 Jahre hofft, dass er hält. Was kann man auch bewegen mit so einem Handgelenk? Wenn man normalerweise, ich zeige das mal bei meinem Handgelenk, relativ weit beugen kann, 70, 80 Grad Beugung, 70, 80 Grad Streckung, dann bleiben nach so einer Teilversteifung aus der Neutralposition in aller Regel 30 Grad Beugung und 30 Grad Streckung übrig. Das klingt nicht viel, also wir haben da doch mehr als die Hälfte an Bewegungsumfang verloren, aber es reicht für den Alltag für fast alles aus und es ist zumindest eben noch eine Teilbeweglichkeit. Und wenn ich das laufen lasse, weil man meint, naja, ich verliere da Beweglichkeit, vielleicht bewegt dieses Handgelenk noch 50 Grad in beide Richtungen, dann wird es in ein paar Jahren viel schlimmer aussehen. Und deshalb ist es eben zum Teil sinnvoll, diese Teilversteifung zu machen. Und wir sehen leider immer viel zu selten Patienten in einem
relativ frühen Stadium, wo man sowas empfehlen kann tatsächlich. Das heißt, wir sehen häufig Patienten mit einem komplett kaputten Handgelenk, wo das gar nicht mehr möglich ist. Und deshalb der Appell auch an die Patienten, die jetzt nun alle zuhören, dass sie im Zweifel sich auch gerne auch mal beim Handchirurgen einfach eine Meinung da holen, ob das vielleicht sinnvoll ist, da was zu machen oder was man machen könnte. Man muss ja nicht alles machen, was man machen könnte. Die Entscheidung liegt dann ja immer noch bei Ihnen und dem behandelnden Arzt letztlich gemeinsam. Jetzt hatte ich auch gesagt, bei diesen Teilversteifungen ist es gar nicht so selten, dass wir die Strecksehnen, die hier schon gerissen sind, auch diese Patientin versucht gerade, die Finger zu strecken. Der zweite und dritte Finger gehen gut, der vierte, also der Ringfinger und Kleinfinger, gehen nicht mehr, weil auch hier wieder über diesen prominenten Ellekopf die Strecksehnen gerissen sind. Sie sehen hier auch eine Schwellung, wenn es rauskommt, hoffe ich am Monitor, eine Schwellung über dem Handrücken. Das sind diese beiden Strecksehnen, die da eben zurückgezogen sind und eben ihre Sehnenentzündung auch haben. Und es wäre natürlich schade, wenn man jetzt sagt, naja, das Handgelenk hat einen Schaden. Wir machen nur eine Teilversteifung, wie hier zu sehen. Das ist die gleiche Technik, wie gerade in dem Vordiagramm gezeigt. Sondern man muss hier schon auch den Ellekopf mitbehandeln. Das heißt, man muss irgendwie gucken, dass der Ellekopf, der dazu geführt hat, mit diesem Höhertreten, dass die Strecksehnen gerissen sind, dass der mitbehandelt wird. Dass die Strecksehnen, wenn ich sie denn rekonstruiere, nicht wieder reißen, weil der Ellekopf immer noch an der falschen Stelle steht. Das heißt, neben der Teilversteifung des Mondbeins zur Speiche wird man immer den Ellekopf mitbehandeln hier. In dem Fall ist eine hälftige Entfernung von dem Ellekopf durchgeführt worden, was dann relativ lange braucht, bis das Handgelenk wieder umwenden kann, aber es funktioniert in aller Regel wieder gut. Und zudem ist eben noch, nachdem das Knöchern bearbeitet war, in der gleichen operativen Sitzung die Strecksehne rekonstruiert worden. Und ich zeige Ihnen da jetzt zwei, drei Operationsbilder. Wer jetzt da nicht gerne hingucken möchte, der macht vielleicht die Augen zu. Das sind Schwarz-Weiß-Bilder. Ich habe sie extra schwarz-weiß gemacht, dass es nicht ganz so dramatisch aussieht. Aber ich will es Ihnen einfach mal zeigen, dass Sie eine Idee haben darüber, wie sowas aussehen kann. Wir haben hier das Handgelenk, gerade die Röntgenbilder, die wir gesehen haben, aufgemacht und sehen ganz, ganz viel Entzündung. Das ist alles entzündetes Gewebe hier. Das da, das da, das da. Das ist alles entzündetes Sehnenscheidengewebe, das da nicht hingehört. Und der Ellekopf liegt hier drunter, sehr prominent. Das heißt, der Ellekopf hat, hier läuft eigentlich die Strecksehne vom Kleinfinger und vom Ringfinger lang und der Ellekopf ist aus seiner Gelenkkapsel rausgetreten, hat diese Sehnen aufgerieben. Diese Sehnen sehen wir letztlich hier, die sind kaputt, die sind gerissen. Die sind, wenn Sie das runterlegen hier, dann ist die genaue Höhe des Ellekopfes gerissen. Hier liegt die Kleinfingersehne, das ist die Ringfingersehne. Und sowas kann man eben ganz schön rekonstruieren, indem man diese Sehnen einfach miteinander letztlich verknotet, sage ich mal banal, vernäht. In dem Fall hat man den fünften, vierten und den dritten Finger, der auch größtenteils gerissen war, an den Zeigefinger genäht. Das heißt, am Ende kann der Patient jetzt nicht mehr, wie ich das mache, ganz isoliert die Finger strecken und beugen, alle einzeln zueinander, sondern er kann eben gemeinsam die Finger strecken und beugen. Was aber natürlich fürs Greifen wichtig ist, davor konnte er nur so machen letztlich, und konnte den Ringfinger, den kleinen Finger nicht mehr aus der Hohlhand bekommen. Und jetzt kann er alle Finger strecken und hat damit wieder eine Handfunktion. Und sowas muss natürlich auch nochmal eine andere Nachsorge dann zieht es nach sich, dass man die Sehnen eben vor einem neuen Riss schützen muss. Da muss man relativ lange diese Sehnen ausheilen lassen, 6-8 Wochen, bevor da Kraft drauf kommt. Jetzt kommen wir von den weniger ausgeprägten Veränderungen zu den massiven Veränderungen an dem Handgelenk, zu den massiven Veränderungen. Sie sehen hier ein Handgelenk, das eigentlich gar keinen richtigen Gelenkspalt mehr zeigt. Das heißt, da ist nicht nur eine Verschiebung der Handwurzel so rüber aufgetreten, sondern diese ganzen Gelenkspalte sind alle kaputt. Da sehen wir gar nichts mehr. Und dennoch, obwohl die Gelenkspalte weg sind, hat die Patientin, oder gerade weil sie weg sind, hat die Patientin kräftige Beschwerden und kann das Handgelenk nur eingeschränkt bewegen und hat kräftig Schmerzen. Und da kommen letztlich zwei Dinge in Betracht, die Handgelenksprothese und die komplette Versteifung. Ich sage Ihnen gleich dann im Verlauf noch, wie ich zu den beiden Operationstechniken stehe, aber beides gibt es letztlich und beides wird auch letztlich von Operateuren propagiert. Die Handgelenksprothese sehen Sie hier in diesem Bild jetzt, das heißt, man muss einen Teil der Speiche entfernen und einen Teil der Handwurzelknochen entfernen und kann dann ein Handgelenk einsetzen, das letztlich eine relativ gute Beweglichkeit wieder geben kann. Vorausgesetzt, dass durch das Rheuma nicht die ganzen Streck- und Beugesehnen des Handgelenkes auch kaputt gegangen sind. Wenn die kaputt sind und nicht funktionieren, dann wird das Handgelenk nie bewegen. Das heißt, wir brauchen ja auch den Motor, um das Handgelenk zu bewegen, sprich der Muskel muss funktionieren, die Sehnen müssen funktionieren
Und da muss eben das Handgelenk als, mit der Prothese kann dann auch wieder bewegt werden. Großes Problem dieser Handgelenksprothesen, das klingt ja sehr attraktiv, dass so ein Handgelenk, das kaputt ist und wehtut, mit einer Prothese zu versorgen, dass möglichst gute Beweglichkeit übrig bleibt. Großes Problem ist aber, dass diese Prothesen nach wie vor sehr gerne lockern. Und zwar lockern die fast nie im Bereich der Speiche hier. Das wächst meistens sehr gut ein, aber sie lockern sehr häufig und überwiegend in dem körperfernen Anteil, also hier in der Handwurzel. Und wenn Sie jetzt sich vorstellen, so eine Prothese lockert nach ein paar Jahren, dann schlagen diese zwei Schrauben und dieser Stift hier, die schlagen im Knochen aus. Das heißt, die machen zunehmend noch Knochenschaden. Und wenn ich dann frühzeitig rangehe, kann man, wenn man erfahren ist, sagen, gut, dann wechsle ich diesen körperfernen Anteil der Prothese und kann dann nochmal ein paar Jahre hoffentlich gewinnen damit. Wenn man sagt, nee, will ich nicht mehr wechseln, sondern ich möchte das Versteifen des Handgelenks, um dann eben eine definitive Lösung zu haben, dann habe ich einen relativ großen Knochenverlust hier, wenn ich die Prothese rausnehme. Und diesen Knochenverlust muss ich irgendwie ersetzen. Das heißt, ich brauche vom Beckenkamm dann Knochen, den ich da einbringe. Und so eine ausgebaute Prothese und nachfolgend versteiftes Handgelenk braucht sehr, sehr viel länger zu versteifen und hat immer ein höheres Risiko, dass es auch nicht ganz fest wird, wie wenn ich es direkt versteife. Und diese Gefahr letztlich der Lockerung der Prothese lässt mich da sehr zurückhaltend sein mit der Implantation, also mit dem Einbau solcher Prothesen. Weil letztlich ich mehr Handgelenksprothesen ausgebaut habe als eingebaut. Das heißt, da gibt es andere Meinungen dazu, das ist auch keine, das ist eine Einzelmeinung von mir, wobei es doch auch etliche Kollegen gibt, die meine Meinung da teilen. Das heißt, diese Handgelenksprothesen wären super, wenn sie eben nicht lockern würden, aber sie lockern eben sehr gerne und da muss man einfach mit dem Patienten gut besprechen, was ist ihm jetzt mehr wert, die Beweglichkeit aufrechtzuerhalten für x Jahre, man weiß nicht genau, man kann das nicht vorhersagen, wie lange es halten wird. Oder zu sagen, naja, ich mache die definitive Lösung und da kommen wir zum nächsten Dia und mache eine Handgelenksversteifung, indem ich den Knochen, der hier nochmal viel mehr geschädigt ist als im Vorbild, da gibt es eigentlich gar kein richtiges funktionierendes Handgelenk mehr. Das ist dieses Bild hier, das Röntgenbild passt zu dem klinischen Bild hier. Das heißt, das Handgelenk ist völlig funktionslos. Die Patientin kann das nicht anheben, die Strecksehnen sind gerissen. Das heißt, all die Voraussetzungen, die ich bräuchte für eine Prothese, sind sowieso nicht vorhanden. Und da tut man natürlich gut dran, so ein Handgelenk in einer günstigen Position zu versteifen. Hier ist eine relativ starke Streckung ausgewählt worden für das Handgelenk. Das verbessert ein bisschen die Kraft, macht dafür schwieriger, letztlich gebeugte Tätigkeiten auszuführen. Da muss man mit dem Patienten besprechen, wie das eingestellt werden soll, das Handgelenk. Aber das hier, wenn es dann mal fest ist, funktioniert dauerhaft in aller Regel. Ne? Vielleicht muss später noch die Platte entfernt werden, wenn die stört. Aber wenn es einmal knöchern festgewachsen ist, das Handgelenk, dann funktioniert es den Rest des Lebens letztlich, weil da ja nichts mehr kaputt gehen kann an dem Handgelenk, wenn es zu einem Knochen zusammengewachsen ist. So, jetzt kommen wir von dem Handgelenk nochmal zu den Fingergrundgelenken. Und da kommen wir zunächst wieder zurück zu der alleinigen Entzündung der Fingergrundgelenke. Also das heißt, wenn die Gelenke geschwollen sind, wobei das jetzt hier schon mehr kaputt ist, aber ich nehme trotzdem mal das als Beispiel, wenn so ein Gelenk nur geschwollen wäre, der Finger in der Achse steht, was er hier nicht tut, dann könnte man auch dort eben alleine die Gelenkinnenhautentzündung entfernen, wenn das Gelenk nicht anderweitig zu therapieren ist. Ich würde da immer voraus mal einen Cortison spritzen. Viele Patienten kommen mit der Radiosynovialthese schon durchgeführt und trotzdem bleibt das Gelenk geschwollen. Dann macht so eine arthroskopische Entfernung der Gelenkinnenhaut Sinn. Und das ist dann ein relativ kleiner Eingriff. Wenn zusätzlich zu dieser Gelenkinnenhautentzündung auch die Achse abweicht, das hatte ich vorher schon auf den Dias, auf den reinen Textdias erwähnt, das heißt, wenn die Achse abweicht und die Gelenke geschwollen sind und eine Gelenkinnenhautentzündung haben, dann macht es Sinn, das offen, die Gelenkinnenhaut zu entfernen. Das heißt, durch einen Schnitt, die sieht man hier kaum, hier ist ja auch nicht operiert, da hat sie immer die Hand operiert, so längst geführte Schnitte sieht man da kaum. Aber dann kann man eben das Gelenk aufmachen, kann die Gelenkinnenhaut säubern und kann dann die Weichteile, nämlich die Strecksehnen, die hier abgerutscht sind nach Kleinfingerwärts, kann die wieder zentrieren. Das kann man mit der Spiegelung eben nicht, da kann ich nur ins Gelenk reingucken und die Gelenkinnenhaut entfernen. Das heißt, diese Strecksehnenrezentrierung führt dazu, dass die Finger am Ende wieder gerade sind. Wenn jetzt das Gelenk, wie vorher in dem Röntgenbild gezeigt, komplett kaputt ist und da Knochen auf Knochen reibt, dann gibt es die Möglichkeit, dieses Silikonplatzhalter einzusetzen. Das sind ja aus einem Stück letztlich relativ flexible Prothesen, sind es eigentlich, weil will man es so nicht nennen, weil sie nicht festwachsen im Knochen, sondern die halten eigentlich nur, wie ich hier links mal gezeichnet habe, einen kaputten Knochen, der wehtut,
Dann nimmt man ein bisschen Knochen weg, operativ, und steckt dann den Silikonplatzhalter als Platzhalter, wie der Name sagt, steckt den zwischen rein. Und dadurch, dass der flexibel ist, hat das Gelenk auch noch eine gewisse Beweglichkeit. Der Schmerz wird sehr gut behandelt damit. Die Beweglichkeit wird nicht normal, das ist auch klar, aber sie wird zumindest in einem Rahmen sein, dass der Finger noch etwas Funktion hat. Und wenn man also diesen Silikonplatzhalter im Kopf hat, dann zeige ich Ihnen diese Hand, die wir gerade schon gesehen haben, wieder. Da war es so, dass das Grundgelenk von dem zweiten Finger deutlich verändert war, mit einer Arthritis auch. Das heißt, da war der Gelenkknorpel kaputt, hat auch Beschwerden gemacht. Die anderen Finger waren im Wesentlichen nur in der Achse abgewichen, sodass man die Finger unterschiedlich behandelt hat. Am zweiten Finger wurde so ein Silikonplatzhalter eingebaut und natürlich die Strecksehne rekonstruiert. Das geht ja auch parallel zu dem Silikonplatzhalter. Und dann an den dritten, vierten und fünften Finger wurde nur die Gelenkinnenhaut entfernt und die Weichteile korrigiert. Und wie schön sowas dann am Ende aussehen kann, man muss fairerweise sagen, das gelingt nicht immer so schön. Sehen Sie auf dem jetzt postoperativen Bild, die Operationsnarben sind hier zwei feine Striche, die sieht man kaum. Und die Funktion ist sehr schön, was den Faustschluss betrifft. Man sieht allerdings auch, dass der Zeigefinger, der diesen Silikonplatzhalter eingebaut bekommen hat, schlechter beugt als die anderen Finger. Das heißt, mit so einem Kunstgelenk, sei es nun ein echtes Gelenk oder ein Silikonplatzhalter, ist die Beugung häufig mal vermindert. Das muss man auch im Vorfeld mit dem Patienten besprechen. Das ist unterschiedlich stark ausgeprägt, auch ganz enorm abhängig davon, wie man das nachbehandelt. Und da kommen wir wieder zu den Handtherapeuten, die kennen sich da gut aus. Das heißt, nach so einer aufwendigen Operation kann man nur empfehlen, letztlich zum Handtherapeuten in der Nachsorge zu gehen. Und auch da noch ein wichtiger Hinweis: Wenn Sie jetzt irgendwo einen Operationstermin haben, dann warten Sie nicht mit der Vereinbarung der Handtherapietermine darauf, bis Sie aus dem Krankenhaus kommen, sondern machen Sie das weit im Voraus, die Termine aus. Die Handtherapeuten sind gefragte Therapeuten, die haben lange, lange Wochen Vorlauf. Das heißt, wenn Sie im Juni jetzt operiert werden wollen, dann müssen Sie jetzt den Termin ausmachen für die Handtherapie, ganz wichtig. Sonst findet die nicht statt danach und dann fällt die Hälfte der Miete weg, dann fällt die Hälfte des Erfolgs weg. Also, eine sehr schön gelungene Korrektur hier. Wie gesagt, nochmal fairerweise ist das nicht immer so ganz achsgerecht endet das, wie hier in dem Bild zu sehen. Das kann man hier auf der nächsten Folie nachvollziehen. Hier war die Arthritis natürlich auch viel schlimmer ausgeprägt wie bei der Vorpatientin. Das heißt, es ist eine Lupus erythematosus Patientin, wo letztlich auch die Grundgelenke massiv betroffen sind. Die konnten nicht mehr aktiv gestreckt werden, die Finger, weil die Sehnen alle abgerutscht waren. Der Daumen war in dem Grundgelenk massiv überstreckt. Das sind übrigens Dias, die ich von meinem Kollegen Dr. Brackert, dem ich hier recht herzlich danken möchte, dafür auch bekommen habe. Die hat er aufgenommen und das Grundgelenk war massiv überstreckt und die Beugung funktioniert ja auch nicht so richtig, das Greifen mit der Hand. Und nach der Korrektur dieser Grundgelenke mit Silikonplatzhaltern, alle vier Gelenke in dem Fall, und einer Versteifung des Grundgelenkes am Daumen, konnte die Hand wieder ganz schön gestreckt werden zumindest. Und der Faustschluss ist eingeschränkt. Warum? Weil eben die Grundgelenke nicht so gut beugen, aber zumindest ist die Funktion deutlich verbessert wie auf der linken Seite. Wenn wir jetzt diese Bilder im Kopf halten und mal die Röntgenbilder dazu angucken, dann ist das die Hand vor der Operation, wo letztlich beim Röntgenbild die Hand gestreckt aufgelegt wird, auch wenn sie aktiv nicht mehr strecken kann. Da sehen Sie eben, dass diese Grundgelenke auch zum größten Teil schon so halb rausgerutscht sind aus ihrem Gelenk. Das massiv überstreckte Daumengrundgelenk. Die Endgelenke vom zweiten und vierten Finger waren noch kräftig verändert mit einer Arthrose, sodass man die auch im Rahmen der Operation versteift hat. Und damit letztlich einen komplexen Eingriff hatte, auch an den vier Grundgelenken, diese Silikonplatzhalter, das Grundgelenk vom Daumen versteift, weil damit die Funktion wieder erreicht wird mit dieser Versteifung. Und die Endgelenke ebenso versteift. Und damit, haben Sie vorher gesehen, ist die Funktion dieser Patientin deutlich verbessert oder dieser Hand deutlich verbessert. Jetzt habe ich immer wieder erwähnt, nach den Operationen ist auch ganz wichtig, dass die Nachbehandlung stattfindet. Und wenn man diese Grundgelenke ersetzt, dann muss man im Nachgang nicht selten solche aufwendigen Schienenversorgungen machen. Auch das wieder habe ich dankenswerterweise von der Frau Refrichter bekommen für einen anderen Vortrag mal. Das sind aufwendig handgefertigte Schienen. Was machen die? Die haben hier solche Röhren auf einem Kunststoffteil aufgeklebt. Diese Röhren beinhalten Gummizügel, die hier hinten mit einer Perle letztlich gesichert sind. Und diese Gummizügel zügeln letztlich die Finger.
Und zwar die Finger in eine Streckung. Das heißt, die Patienten können nach dieser Streckszenenrezentrierung aktiv gegen den Gummizügel beugen. Sie sollen aber nicht aktiv strecken. Und das macht die Schiene für sie. Die zieht mit dem Gummizügel die Finger wieder in eine Streckung, sodass die Beweglichkeit trainiert werden kann, die Strecksehnen aber geschützt sind durch diese Gummizügel. Sie können sich vorstellen, so ein Schienenbau, das wird auch nicht in 10 Minuten gemacht. Das dauert eine Stunde, anderthalb Stunden, 2 Stunden, bis so eine Schiene fertig ist. Und da gibt es auch gar nicht so viele, die das wirklich gut machen. Und auch deshalb unbedingt im Vorfeld schon darum kümmern. An sich, wenn ich jetzt jemanden aufkläre über einen aufwendigen Eingriff, dann würde ich immer dem Patienten auch sagen, gucken Sie bitte, dass Sie dort und dort sich auch einen Schienenbautermin ausmachen lassen, dass das im Vorfeld schon geregelt ist, sonst kriegen Sie die Schiene nicht. Wenn Sie aus dem OP rauslaufen oder aus dem Krankenhaus rauslaufen, finden Sie nicht in München, also auch in München nicht, finden Sie keine 3 Leute, die es gut machen und schnell machen vor allem. Das ist das Problem. Die haben alle einen Vorlauf. Ich muss mich korrigieren, das sind mehr als 3 Leute, die es gut machen, aber ich will einfach, dass Sie dahin treiben, möglichst frühzeitig solche Termine auszumachen. So, kommen wir zum Fingermittelgelenk. Wir sind auch dann demnächst durch mit dem Vortrag. Wir haben das Fingermittelgelenk gesehen ganz am Anfang schon mal, dieses hier mit einer massiven Verformung. Das bewegt schlecht, macht Beschwerden beim Bewegen. Und auch da kann man eben diesen Silikonplatzhalter einsetzen, den ich Ihnen vorher gezeigt habe. Man nimmt was vom Knochen weg, von der Basis, vom Grundgliedköpfchen her, also von der Mittelgliedbasis, und setzt dann diesen Silikonplatzhalter ein. Auf dem Bild kann man eigentlich ganz schön nachempfinden, dass da so eine kleine Walze drin sitzt. Und diese Walze ist eben der quere Teil von diesem Silikonplatzhalter, der den Knochen auf Distanz hält. Und man würde ja den Finger gar nicht so richtig wiedererkennen, wenn man die beiden Bilder anguckt, weil man eben gleichzeitig auch knöcherne Veränderungen entfernt hat, die da, Knochenwucherungen entfernt hat, die da entstanden sind und diese Basis hier so breit machen. Ja. Wenn man jetzt guckt, was bewegt dieser Finger, der wird sicherlich keine 90 Grad beugen, wie ich das hier kann, sondern der wird wahrscheinlich so 70 Grad, 60 Grad beugen und ist damit aber schmerzfrei und damit sehr zufrieden. So. Das letzte Bild wieder ohne oder jetzt ohne Beispielen, weil das relativ komplex wäre, die Veränderung des Schwanenhalses oder auch der Knopflochdeformität zu erklären, wie das geht, wie man die korrigieren kann operativ. Das sind in aller Regel Weichteileingriffe, bei denen man einzelne Sehnenzügel isoliert und umlagert. Das heißt, wenn der Finger überstreckt zu stark, dann nehme ich von den Strecksehnen, die oben zu kräftig sind, einen kleinen Zügel und verlagere den nach unten, also auf die Beugeseite vom Finger, sodass letztlich dieser Streckzügel, den ich von oben nehme, unten etwas die Überstreckung bremst. Relativ komplex, schwierig zu erklären auch. Wenn so ein Schwanenhals oder ein Knopfloch der Deformität sehr ausgeprägt ist und schon fixiert ist, das heißt, die Finger können gar nicht mehr bewegt werden in diesen Gelenken, dann bleibt da meistens nur die Versteifung des Mittelgelenkes, wobei da auch man den Patienten eigentlich dazu anraten kann, das zu machen, wenn der Finger ansonsten funktionseingeschränkt ist, weil zum Beispiel diese Überstreckung des Schwanenhalses, wenn die kein Greifen mehr zulässt, dann ist ein versteifter Finger, der in einer günstigen Position versteift ist, hier das Mittelgelenk, zum Spitzgriff zum Beispiel, der funktioniert viel besser als der in Überstreckstehung stehende Schwanenhalsfinger. Das heißt, die Versteifung hat ja immer so ein, da schütteln sich die Patienten immer, wenn sie hören, man muss das versteifen oder man kann das versteifen. Da geht in aller Regel erstmal die Kinnlade runter und der Patient sagt, nee, das lasse ich nicht machen. Aber wenn man das gut erklärt und wenn der Patient versteht, warum das auch in der Funktion günstiger ist, gewinnt man die meisten Patienten eigentlich dafür. So, meine Damen und Herren, jetzt habe ich relativ viel über die Therapie der Rheumahand erzählt und es gäbe noch viel mehr zu erzählen, aber man muss ja auch irgendwann so einen Rahmen dann zusammenfassen und aufhören. Dieses Bild habe ich irgendwo, diesen Holzschnitt habe ich irgendwo mal, ich weiß gar nicht mehr wo, gefunden. Ich finde, es passt ganz toll zu Rheuma-Vorträgen, weil eben diese Ulna-Deviation da zu sehen ist. Leider kann ich den nicht korrigieren, der ist in Holz geschnitzt, der bleibt so. Auf Dauer. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und möchte hinten anschieben noch eine E-Mail-Adresse. Wenn Sie jetzt Fragen haben, da wir jetzt keine Fragerunde gestalten können, das würde ich natürlich liebend gern machen, dass man jetzt einfach Sie hier einfach aufrufen lässt. Ging ja online auch, wir sind ja nicht online, sondern wir streamen das Ganze ja irgendwann oder Sie können das runterladen, aber Sie können über diese E-Mail-Adresse gerne Fragen stellen. Das wird nicht gleich sofort in derselben Sekunde beantwortet. Das kennen Sie, die Flut, die da auf einen einströmt, die wird ja immer größer, aber ich werde mich bemühen, darauf zu antworten. Und
ja, finde es eine ganz tolle Möglichkeit, letztlich die Rheuma-Liga hier auch mit der Arbeitsgemeinschaft München uns zur Verfügung stellt, dass wir Dinge präsentieren, die ja die breite Öffentlichkeit und vor allem die Rheuma-Patienten in diesem Falle interessieren und auch weiterhelfen können. Vielen Dank.